Am 9. Februar 2014 findet die Landesvolksabstimmung zur Bürgerbeteiligung in Südtirol statt. Abgestimmt wird demnach nur im Land und auch nur am Sonntag bis 22 Uhr. Quorum gibt es für diese Volksabstimmung keines. Abstimmen dürfen alle Bürger, die am 9. Februar 2014 18 Jahre alt und in die Wählerlisten eingetragen sind. Als Voraussetzung gilt, dass die Wähler seit mindestens 4 Jahren in der Region Trentino-Südtirol ansässig sind, davon den Großteil in Südtirol. Der Stimmzettel ist weiß und führt die Fragestellung des Referendums an. Sie lautet: Stimmen Sie dem Gesetz betreffend Bürgerbeteiligung in Südtirol zu, welches vom Landtag am 6. Juni 2013 verabschiedet und im Amtsblatt der Region Nummer 26 vom 25. Juni 2013 veröffentlicht worden ist? Unter dieser Fragestellung scheinen 2 Felder auf, eines für das Ja, ein zweites für das Nein. Die Stimmabgabe erfolgt durch das Ankreuzen eines dieser Felder. Wer demnach dem in der Fragestellung genannten Gesetz zur Bürgerbeteiligung zustimmt, kreuzt das Ja an. Wer gegen das Gesetz ist, stimmt mit Nein. Sollte sich am 9. Februar eine Mehrheit der Abstimmenden für das Ja entscheiden, wird der vom Landtag im Juni 2013 verabschiedete Gesetzestext Bürgerbeteiligung in Südtirol bestätigt. Was folgt, ist die Ausfolgung des Gesetzes durch den Landeshauptmann. Das Gesetz tritt also in Kraft. Stimmt am 9. Februar eine Mehrheit der Abstimmenden für das Nein, gilt der vom Südtiroler Landtag im Juni 2013 verabschiedete Gesetzestext als abgelehnt. Dies wird im Amtsblatt mitgeteilt. Das Gesetz tritt nicht in Kraft. Was vielmehr in Kraft bleibt, ist das alte Gesetz zur Bürgerbeteiligung aus dem Jahr 2005. Wer beim Referendum abstimmen will, muss sich in das auf dem Wahlausweis angegebene Sektionswahlamt begeben und den Wahl- sowie einen Personalausweis vorlegen. Die Wahlämter öffnen zwar bereits um 6 Uhr, tatsächlich abstimmen kann man aber erst, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, ist es daher ratsam, erst ab 7.30 Uhr zur Stimmabgabe zu erscheinen. Wer übrigens den Wahlausweis verloren haben sollte, kann sich an das Gemeindewahlamt wenden, das den gesamten Wahltag über geöffnet hat. Alle Informationen zur Volksabstimmung gibt es im Südtiroler Bürgernetz unter der Adresse wahlen.provinz.bz.it. Auf der Infoseite ist der Gesetzestext, um den es bei der Abstimmung geht, ebenso zu finden wie der Vorgängertext aus dem Jahre 2005. Auch auf Facebook und Twitter wird über die Abstimmung informiert.